Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und ich habe soeben die neue Windows 10 Mobile Insider Preview in der Build 10549 auf meinem Lumia 735 installiert. Und wer jetzt aktuell bei Windows 10 ist, auf seinem Smartphone und direkt upgraden möchte, der sollte jetzt unbedingt wissen, dass das nicht möglich ist und ihr auch nicht verzweifelt den Update-Button versuchen und quälen müsst, sondern ihr müsst zurück auf Windows Phone 8.1. Und da ich dieses Smartphone jetzt bisher als Hauptgerät genutzt habe, also eben mit Windows Phone 8.1, musste ich dann nichts mehr machen, aber ihr müsst auf jeden Fall mittels Device Recovery Tool zurück auf 8.1 und erst dann könnt ihr auf diese Build upgraden. Microsoft hat erklärt, dass das deswegen ist, weil sie irgendeinen Fehler gefunden haben, der eben beim ersten Start einen Blackscreen verursacht und deswegen muss man eben von Windows 10 zurück, aber ja, das geht relativ schnell und vor allem, wenn man es schon vorher gemacht hat mit diesem Smartphone und dann kann man das neue Update auch gleich schon runterladen. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Was sind hier die neuen Features? Eigentlich gibt es ein einziges großes Feature und das ist eben das Hinzufügen neuer Icons in der Nachrichten-App. Also beziehungsweise nicht Icons, sondern eigentlich geht es hier um die Emoticons, die zeige ich gleich her. So, wenn jetzt mal. Und zwar, wenn man jetzt hier auf diese Menschen-Emoticons geht und dann hat man hier die Hände und so weiter. Und wenn man hier auf eins drückt, dann merkt ihr gleich auch, dass hier verschiedene Hautfarben da sind. Ich habe schon eine andere ausgewählt. Und zwar kann man hier unterschiedliche Hautfarben auswählen. Erstens grau, das wäre dann ganz neutral, von weiß bis eben dunkelbraun und da kann man dann verschiedene Hautfarben auswählen, je nachdem wie es einem passt. Ist auch ganz cool, dass es Microsoft macht und ja, ansonsten eigentlich auch kein großes Feature, aber toll, dass es jetzt vorhanden ist. Was ihr eben dafür tun müsst, ist einfach bei den Icons nach oben ziehen und dann habt ihr eben diese unterschiedlichen Hautfarben. So, ansonsten gibt es eigentlich wirklich keine neuen Features, sondern zahlreiche Bugfixes. Und zwar wird beispielsweise die Windows-Kamera in Zukunft hoffentlich nicht mehr abstürzen, wenn sie aus unterschiedlichen Apps gestartet wird, beispielsweise von Instagram. Ansonsten werden nun auch die Screenshots korrekt gespeichert. Und zwar können sie dann auch von Apps wie beispielsweise WhatsApp oder in meinem Fall Telegram dann auch tatsächlich geöffnet werden. Bisher wurden sie ja oftmals nicht gefunden, manchmal schon, manchmal nicht, habe ich das erlebt. Das soll jetzt nun funktionieren. Und natürlich noch ein neues Feature, das aber uns eigentlich nicht betrifft. Und zwar gibt es jetzt Cortana in englischer Sprache in Japan, Kanada und Australien. Und natürlich noch, das habe ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen, und zwar wird das Textfeld, je mehr Text man eingibt, eben etwas länger, wie ihr hier sehen könnt. Das heißt, es wird jetzt hier nicht nur auf 3 bis 4 Zeilen gehalten, sondern ist hier jetzt einfach so lang, wie man eben den Text eingibt. Und das ist ziemlich praktisch, weil jetzt kann man auch deutlich leserlicher bzw. wesentlich besser schreiben, weil man einfach den ganzen Text im Überblick hat. Zumindest wenn man eine längere SMS schreibt. Das wäre es auch praktisch schon von dieser Build. Es gibt auch wirklich nichts Neues, außer diese Bugfixes. Ich habe jetzt ein bisschen schon mit dieser Build experimentiert und die Frage aller Fragen ist dann wieder, ja, kann ich schon dieses Upgrade auf meinem Lumia 920 oder was auch immer installieren? Und was ich jetzt für einen Eindruck habe, ist, dass sie schon wesentlich stabiler ist als die vorherige Build. Vor allem deswegen, weil man ja von Windows 8.1 wieder rauf muss auf Windows 10. Wenn man aber diese Builds länger verwendet hat, wie ich zum Beispiel auch auf diesem Gerät, dann kommen nach einer gewissen Zeit, so 2 bis 3 Wochen, wirklich, wirklich große Performance-Schwierigkeiten. Beispielsweise brauchte bei mir die Kamera-App also extrem lange, bis sie startet. Also auch wesentlich länger als das hier, also das ist jetzt verhältnismäßig schnell. Bisher war es ja bei mir so, dass ich einfach starte und dann kommt dieser Ladebildschirm. Das ist im Vergleich praktisch instant, also das ist auf jeden Fall verbessert worden. Ich glaube aber, dass das vielleicht nach ein paar Wochen wiederkommt, kann es aber jetzt nicht garantieren. Hoffe aber auch auf jeden Fall, dass es nicht so ist. Aber das war eines dieser schrecklichen Dinge,
die mir auf den Nerv gegangen sind, als ich eben die Windows 10 Insider Preview auf meinem Hauptgerät verwendet habe. Deswegen würde ich sagen, ja, ihr könnt es einmal versuchen. Es ist in etwa so stabil wie manche Nightly Builds von CyanogenMod. Also wer das kennt, das ist eine Android-ROM und das ist eben in etwa vergleichbar aktuell. Und verwendbar ist es schon, die meisten Apps funktionieren auch relativ gut, aber ich würde mich nicht wundern, wenn dann nach 2 Wochen beispielsweise beim Schreiben einer längeren Mail am Smartphone die Mail-App abstürzt und auch gar kein Entwurf gespeichert wird. Das ist dann sehr frustrierend. Solche Dinge passieren aber bei einer Preview und deswegen ist es ja auch eine Preview. Und wer das Gerät wirklich auf höchster Performance oder höchster Leistungsfähigkeit braucht, der sollte definitiv nicht upgraden. Wer aber ein bisschen experimentierfreudig ist, die neuen Features mal austesten würde und auch kein Problem hat damit, dass er dann wieder zurück auf 8.1 geht, der sollte auf jeden Fall mal ausprobieren, ob es einem passt. Wenn nicht, kann man ja jederzeit wieder mit dem Device Recovery Tool zurück. So, das war's auch schon von mir. Ich danke euch fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!